Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Little Big Workshop hier aus DGM Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, wir wollen jetzt noch ein paar Schränke und ein paar Püppchen machen. Diese Puppenmachbude, beziehungsweise das haben wir ja hier jetzt zusammengefasst, die Gerätschaften. Das sollte hoffentlich klappen, dass wir das noch hinkriegen, auch wenn wir sie umgestellt haben, nachdem sie da waren. Dass die hier immer noch rumliegen wie blöde, das ist mir echt ein bisschen, das weiß ich echt nicht, woran das liegt. Ich werde jetzt immer noch einen kleinen Tisch einbauen in den Pausenraum. Wenn ich den dann noch irgendwo dazwischen kriege, wahrscheinlich nicht, ne? Das ist alles so eng hier drin, da passt nichts mehr rein. Das ist natürlich richtig super hier. Da müssen wir ein bisschen Sachen durch die Gegend schieben. 4 Kaffeeplätze, 6 Kaffeeplätze. Wir haben ja nicht mehr 10 Leute, oder? Wie viele Mitarbeiter habe ich denn jetzt? Ach gut, Beziehung. Arbeit habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gut, ein mehr, als ich da einen Sitzplatz dran habe, aber da können 4 Stück können die auch hier drin sitzen, wenn sie möchten. Da haben wir doch eigentlich genügend. Also das ist so eine Kaffee-Junkies wie das sind, das ist ja furchterregend. Kann man die irgendwie beschleunigen oder? So. Verbessert die Wiederherstellungsrate für Haltepunkte um 4 pro Tag. Fügt maximal Kapazität dieses Pausenraums Haltepunkt 4 hinzu. Und momentan haben wir 5. Was ist das hier unten? Fabriklevel? Achso, okay. Meilensteine. Da müssen wir ja noch ein bisschen was machen. Er arbeitet beim Kunden. Ah ja, gut, das müssen wir machen. Die füllen so mittlere Produkte aus. Da müssen wir auch noch ran. Arbeiter, Inventar. Tja. Das ist mir noch schleierhaft. So, na gut, gucken wir mal hier weiter, was die denn jetzt hier schönes, tolles machen. In welcher Reihenfolge sie überhaupt was machen wollen. Hier liegen auf jeden Fall jede Menge Bretter schon mal, die quasi zugeschnitten wurden anscheinend. Für den Schubladenbau. Das müsste hier Schubladenbau sein, ja. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, welche Säge hat wann den Job. Okay, gar nicht. Dann hat die Säge den Job. Die Säge hat den Job. Und braucht Holzstangen. So, wo kriegen wir denn die Holzstangen her? Dann müssen wir jetzt mal hier, glaube ich, hingucken. Nee, wo sind die Dings dazu hingekommen? Da. Müssen wir hier mal gucken. Die Holzstangen brauchen wir. Verbundene Arbeitsplätze, Aktionswarteschlange. Dann würde ich das jetzt ganz gerne eigentlich mal einmal nach oben ziehen. Dass das höher priorisiert wird. Hier wird noch 39 mal das geschnitten. Das kann ich jetzt nicht runter priorisieren. Okay, okay, okay. Gut, aber dann, dass wir dann hier die Knauf-Geschichten dann kriegen. Das wäre schon mal ganz cool, wenn das dann nämlich auch schon laufen würde. So, warum läuft das jetzt hier nicht? Was ist da los? Man weiß es nicht. Entweder fehlt da jemand die Motivation oder ihr habt einfach keinen Bock zum Arbeiten oder das Gerät steht schief. Oder falsch. Naja gut, hier müssen das mit die Akkus wieder aufgefüllt werden. Das ist ja auch nicht weiter schlimm. Können sie ja tun. So, hier britzelt das ein wenig. Hier müssen wir das mal eine Reparatur mit einem planen. So, dann könnten wir jetzt eigentlich mal die Kakteen hier. Kann ich die mal bewegen irgendwo hin, wo sie erstmal nicht im Weg rumstehen. Achso, den haben wir schon bewegt. Ihn noch bewegen. Jo. Und dann machst du mal den halt bewegen. Dorthin. Haken dran. Da steht noch einer. Bewegen. Achso, den haben wir schon bewegt. Alles klar. Okay, gut. Dann stehen die jetzt erstmal da. Und dann könnten wir eigentlich die Teile hier ranstellen, dass die dann hier vorne erstmal quer stehen. Dann kriegen wir da vielleicht 4 Stück von hin. Dann müssen wir aber mal gucken, wie das miteinander funktioniert. Bewegen wir den Arbeitsplatz mal. Rotieren den mal hier hin, dass die direkt hier vor der Tür steht. Gut aus, ne? Ja. Machen wir einen Haken dran. So, lass den das mal da hintragen. Und dann kann ich gleich, dann kaufe ich gleich 2 neue noch und werde die dann noch mit den zusammenbinden oder hier mit an diese Tafel dranhängen. Und eventuell könnte die dann sogar schon die Jobs damit da drauf verteilen. Weiß ich nicht, ob es das macht oder nicht macht, aber das werden wir dann sehen. So, gut. Das heißt, wir kaufen noch 2 solcher Werkbänke erstmal. Obwohl, eigentlich brauche ich eine Klebestation noch. Na, wir schaffen Platz und kaufen uns eine Klebestation. Oder auch 2 Klebestationen. Und wenn die dann zusammenpassen, passen mit den ganzen
Sachen, die dazugehören. So, dann schieben wir das bis dahin. Und dann ist das hier direkt an der Tür. Und dann können die da ein bisschen was machen. So, jetzt haben sie natürlich wieder zu tragen und hin und her zu machen, aber das wird sich dann ja gleich ergeben. So, was ist das hier für ein Ding? Das ist die Fräsmaschine. Achso, da haben wir die Fräsmaschine. Die Tür kann ja raus, das kann ja mal eine Mauer werden hier, ne? Macht Übergänge 1000%ig einfacher, garantiert. Einfache Tür. Jo, die möchte ich jetzt gerne abreißen hier. Oder ich weiß nicht, ob da jetzt ein Outrop kommt. Ich weiß die Tür ab und ob da eine Mauer reinsetzt. Ja, er setzt eine Mauer rein. Sehr gut. Das ist doch genauso, wie wir es gerne haben wollen. Also, dann brauche ich jetzt Maschinen. Ich hätte gerne eine Klebestation. Teilpresse, Fräsmaschine, Formpresse, Bogenmacher, einfache Drehbank, Trennmaschine, Plasmaschneider, Drehbank, Bandsäge, Kreissäge, Biegemaschine. Okay, ist das denn hier dabei, die Klebestation? Reichstation, kleine Schmiede, Schweiß, Nähstation, Schutzmaschine, Montagemaschine, Tischlerstation, Metallstation, Klebestation. Ah ja, hier haben wir die Klebestation. Gut, da hätte ich gerne zwei Stück von. Die können wir hier ruhig am... Wie breit sind die denn? Eins. Und dann kaufen wir uns noch so eine davon. Wo war sie hier? Weißstation, Nähstation, Klebestation, da. So. Haken dran. Macht minus 8 Laune. Der Raum hat jetzt minus 54 Laune. Das können wir natürlich auch so nicht lassen. Da müssen wir natürlich was gegen tun. Müssen wir was Launeförderndes wieder einbauen. Plus 40, plus 25. Warte mal, das ist relativ klein bei plus 25, ne? Und dann machen wir hier nochmal so ein... Warte mal, 30, 25, 30, reicht das? So, minus 19. Dann machen wir hier so eine Fleischwasser... Nee, das ist mir zu groß. Dann machen wir hier noch so einen hin. So. Laune minus 6. Okay, also das verstärkt dann, wenn man den das zweite Mal einbaut, verstärkt es nicht mehr ganz so doll anscheinend. Aha. Okay. Na gut. Egal, aber Laune minus 6 geht noch. So, dann geben wir 7000 Geld aus. Arbeiter von der Shop schon zusammengebrochen. Da haben wir den Salat schon wieder. Wieder nicht genug Kaffee da. So, jetzt kriegen wir erstmal noch ein paar Gerätschaften und ein paar Klebestationen. Ich weiß nicht, ob ich den Job schon umstellen kann auf die Klebestation, aber ich glaube nicht, ne? Das kann ich jetzt nicht machen. Ich könnte jetzt theoretisch das Lager hier hinterhin ziehen. So. Und die Station haben ja eigentlich momentan nur den Auftrag, dass was geklebt wird. Ist das richtig? Was habt ihr denn hier? Außer, was ist das für eine Aktion? Aus zwei Brettern macht das da. Okay. Wenn ich jetzt sage, ich möchte gerne Arbeitsplatz der Schadteife hinzufügen. Ah ja, kann ich nur gleich einen Typ hinzufügen. Alles klar. Okay. Dann müssen wir dafür nochmal eine Schalttafel erschaffen. Und da liegt er wieder und pennt er einfach so. Erzfeind Agent. Was wo? Erzfeind Agent. Da stimmt was nicht in deiner Fabrik. Spione haben sich unter unsere Arbeiter gemischt. Finden sie, bevor sie Ärger machen können. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jo, das sind 2 zu viel. Das stimmt. Wer bist du denn? Ah ja, du bist schon mal nicht dazugehörig. So, die da rumliegt, wird es auch nicht sein. Die da rumliegt, wird es auch nicht sein. Wir haben 2 Spezialisten dieser Art. Das ist... 3 Holzspezialisten? Drei Holzspezialisten habe ich. Das ist der Trigger, die kenne ich nicht. Oh, okay. Dann kenne ich dich nicht. Ich kenne dich, da wusste ich doch, dass ich dich kenne. Dann ist es doch so eine hier mit so einer Mütze? Oder von echt so wenig? Ach, guck an. Okay, gut, ich habe die Spione gefunden. Na, das ist doch immerhin schon mal was. Wir haben Spione gefunden. Achso, das ist... Kann ich... Gibt es dann den Overlay, um zu sehen, wie dekoreich der Raum ist oder so? Hier. Oder? Ja. Dann hält man da drüber. Laune minus 6. Hier ist alles cool. Hier ist, Laune plus 16. Okay, hier ist Laune plus 10. Alles klar. Okay, dann müssen wir mal gucken, wie wir das noch... hinkriegen, dass wir hier die Laune höher kriegen, oder dann müssen wir dann doch wirklich kleinere Räume machen, damit, weil anscheinend wirken die nur pro Raum, also dann müssen wir das hier vielleicht eventuell nochmal abgrenzen, dass das denn hier der Maschinenraum wird und dass der dieser Bankraum oder Bankbänkeraum. Na gut, das kriegen wir noch alles raus, wie das im Einzelnen zusammenhängt. Ich würde auch sagen, wir könnten theoretisch jetzt hier mal den Müllkasten bewegen und den stellen wir mal hier hin, dann gewinnen wir noch ein bisschen Platz, dann machen wir hier noch ein bisschen was und dann können wir da vielleicht doch wirklich noch eine Mauer dann mittig reinziehen. So.
Und die Lampe, die kann auch umziehen. So. So. So, dann wird das nämlich hier industriell alles optimal genutzt, bis an die Laderampe ran hier mit dem Haus. Und wegen hier das Gras und so ist schicki, ne? Das werden wir alles schön übermauern. So, bauen wollen wir ganz gerne. Und zwar möchte ich jetzt ganz gerne bauen. Und zwar würde ich ganz gerne hier hinten in der Ecke anfangen. Und bis da ranbauen. So, dann würde ich gerne... hier lang bauen, den einen Platz, den nehme ich gerne noch mit. Und dann brauche ich jetzt aber das Planieren-Tool. Und muss hier mal ein Stück was planieren irgendwo. Damit ich dann nachher die Mauer wegreißen kann. So, das geht. Okay, das kann ich da nicht hinbauen. Okay, dann muss ich das hier mal abbrechen. Kann ich das mal dann abbrechen? So, machen wir so. Dann geht es nicht so schön, wie ich das eigentlich wollte. Na gut, okay, dann, nee. Bauen, und zwar das Stück hier ausbauen, damit der Pausenraum ein bisschen größer wird. So. Stellen, das kostet nochmal 1400. Dann haben wir noch einen Raum mehr. So. Oder ein bisschen mehr Platz dort an dieser Stelle erstmal so. Gut, sehr schön. So, hier müssen wir mal ganz kurz gucken, wie wir das denn hier voroptimiert kriegen mit dem... Also der bringt bloß noch plus 3, der bringt plus 5 und der bringt eigentlich plus 10. So, und der bringt plus 13, der bringt plus 3. Achso, jetzt ist schon wieder einer umgefallen hier. Ich weiß, das ist ein... Ich kann doch nicht... Das verstehe ich nicht, warum das hier mit den Kaffeemaschinen so überhaupt nicht hinhaut. Das ist mir komplett... Da wäre ich komplett sprachlos, warum das nicht hinhaut. Also... 29 Kaffeetassen am Tag haben wir. Das muss doch wohl reichen für 8 Leutchen, dass dann 29 Kaffeetassen am Tag erstellt werden können. Das ist mir zu hoch. Das ist mir wirklich zu hoch. So, wie sieht das hier aus hier mit dem Plastik? Das scheint irgendwie gar nicht mehr zu arbeiten. Also, die Maschine irgendwie falsch hingestellt oder so? Hat die den Auftrag nicht mehr gekriegt? Auftragswarteschlange, ein Auftrag. Der Auftrag neu muss... Muss vor Auftrag neu konfiguriert werden. Muss vor Auftrag neu konfiguriert werden. Was muss da denn neu konfiguriert werden? Das können wir noch vorstellen, dass die neu konfiguriert werden muss, aber dann lass die doch, dann mach doch das mal. Keine Ahnung. Hm, also die Dinger scheinen sie nicht mehr machen zu wollen hier, da sind sie irgendwie bockig jetzt gerade. Oh, das britzelt aber schon mächtig hier. Da müssen wir schnell mal eine Reparatur einplanen. Das ist mir noch... So, hier haben wir jetzt eine Klebestation. Das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Wenn ich jetzt die Aufträge... Warte mal, kann ich von hier... Den Auftrag, zum Beispiel diesen hier... Den kann ich dahin übertragen. Sehr gut. Und diesen Auftrag hier dahin übertragen. So. Und dann können die da arbeiten, 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 wie die Verrückten. Das ist sehr gut. Gut, die miese Laune ist natürlich auch nicht unbedingt förderlich, ne, für meine Mitarbeiter. Das kann ich mir schon mal richtig vorstellen. Gut, aber das kriegen wir, das werden wir noch irgendwie geregelt kriegen. So, das heißt, das Ding macht einmal plus 20, hier plus 15, dann plus 13. Das ist natürlich auch, ne? Naja, das ist schon doof, das stimmt. Gut, dann stellen wir die Säge nochmal um. Bewegen wir die Säge immer hier hinten. Ach, da hinten kann ich die gar nicht reinbewegen. Hier könnte ich sie reinbewegen. Was steht denn da hinten? Ach, da steht der Wasserdings. Warte mal, dann stelle ich sie hier daneben hin. Dann machen wir den mal. Bewegungstechnisch. Ach, dann machen wir da nur. So. Zwei Platz dazwischen. Jetzt los. Bewegen. Haken dran. So, dann können sie das jetzt einmal umsetzen. So, da ist wieder einer umgefallen. Oh. Ah, das ist wirklich traurig. Dass sie sich jede Zeit lang machen. Alle diese lang machen.
Dann müssen wir nochmal die Bewegung klaren. Okay, und dann können wir hier, dann ziehen wir hier eine Mauer ein mit einer Tür drinne hier vorne, damit wir die beiden Räume voneinander trennen. Und dann gucken wir mal, was wir hier reinstellen müssen, damit eventuell hier ein bisschen mehr Glücklichkeit herrscht und dass der Wasserspender hier noch mehr Punkte bringt und das, was die Laune ein bisschen anhebt. Momentan aber ja Laune minus 20, das ist ja gar nicht mehr so schön. Vielleicht bringt er die Laune noch runter, weil er hier dumm rumliegt oder so. Man weiß es ja nicht. Man steckt ja nicht drin. Hier liegt doch einer dumm rum. Ich kapiere es immer noch nicht, was das hier mit den, warum das hier mit den Kaffeetassen nicht hinhaut und so. Das will mir einfach nicht in den Kopf. So. Da gibt es doch mehr als genug Platz dafür, dass die hier. Kaffee trinken können ohne Ende. So. Was ist noch überall Kaffee? Verstehe ich nicht. So. Bewegen wir den noch dahin. So. Kaffee-Junkies hier alles. Was? Der geht da nicht dazwischen. Da fehlt genau eine Breite. Da fehlt genau eine Breite. Das ist genau jetzt das Stück, was hier an Mauer fehlt. Oh, Mann, Mann, Mann. Kann ich ihn rotieren lassen? Dass der dann so quer passt er da rein. Okay. Hm. Bewegen. Drehen. Anbauen. Haken machen. So. Ist das denn wieder so schwer? So, dann bauen wir jetzt dann noch eine solche Sitzbank für unseren Kaffeeraum hier hin. Die stellen wir genau da vor. So. Und fertig. So. Achso, bestellen muss ich die natürlich noch. Stimmt. So, gut. Ich weiß immer noch nicht, warum diese Plastikgeschichte hier nicht mehr funktioniert. Also da weiß ich noch nicht. Kommen die hier nicht mehr in die Maschine ran? Steht die beschissen oder so? Verschieben während der Reparatur nicht möglich. Kann ich die Reparatur, die geplante Reparatur, ich. Was? Warteschlange Priorität umsortieren. Hm. Mal gucken. Ob sich da jetzt irgendwas tut. Ich habe absolut keine Ahnung. Irgendwas ist da komisch. Ich werde mir hier das Lager noch verschieben. Vielleicht ist es ja das, dass das da im Weg ist oder so, dass die da nicht mehr drankommen. Weiß es nicht. Irgendwas muss es sein. Wir werden gucken. So. Gut. Jetzt haben wir hier mehr Sitzplätze geschaffen. Ich hoffe, dass das jetzt endlich mal reicht oder so. Dass das das Problem war, was wir, glaube ich, eben wollten. Hier können wir jetzt nochmal ganz kurz für Bewegung sorgen. Und zwar wollen wir jetzt hier nochmal ein bisschen das Ding hier ein bisschen näher dran machen. So, mal eins näher. So, irgendwas britzelt hier. Du britzelst. Das kannst du mal schön sein lassen. So. Und dann ziehen wir hier eine Mauer ein mit einer Tür. So, Baumodus. So, weil wir hier ganz gerne eine Wand haben. So, und dann hätte ich ganz gerne eine Tür. Hier. Was ist jetzt wieder los? Warum geht das nicht? Raum ist zu voll. Welcher Raum ist zu voll? Der Raum ist zu voll? Welcher Raum ist denn jetzt zu voll? Hä? Also, das ist ja auf der Seite. Abbrechen, okay. Dann bauen wir jetzt erst eine Tür. Guck mal, können wir hier eine Tür hinstellen oder so. Rotieren. So. Tür so alleine geht erstmal nicht. Das haben wir fast gedacht, aber mit einer Mauer dran. Eine, die hier durchgeht. Eine, die hier durchgeht. Aha. Müssen wir das Ding jetzt hier erstmal nochmal bewegen. Können wir den mal dahin. Haken dran.
Tür. Geht nicht. Okay, gut. Was ist denn da faul jetzt dran? Nicht würdig. Na gut, okay. Dann nochmal. Bautool. Mauer dran. So. Okay. Das sagt mir jetzt, das will er nicht. Machen wir hier die Tür rein. Oh, jetzt geht's. Okay, jetzt ist der Raum auch nicht mehr zu voll oder man weiß es nicht. So, dann müssen wir dann mal gucken. Der Raum wird jetzt natürlich hier mit 40, 30, 70 Punkten, die er dadurch kriegt. Das wiegt sich auf. Was hat das? Was kostet der Punkt da? 16, 16. Das sind die 30. Also hier müssen wir irgendwas noch reinstellen, was ganz gut wirkt. Dann machen wir da mal noch so ein Ventilenti rein hier. So. Der bringt nochmal 25 Punkte. Ist die Laune minus 10, hier ist die Laune auf 8, 87. Ach ja, guck an. So schön wirkt das sogar. Gut. So. Da ist die Laune minus 10. Dann können wir hier noch so einen Kaktus nehmen, glaube ich. Nee. Ich möchte gerne so einen Kaktus haben hier. Bewegen. Stellen wir da rein. Und gut ist. Und jetzt müsste das sich hier. Genau. Ah, sehr schön. Gut, dann haben wir das auch gelernt. Aber was das mit dem Raum zuvor zu tun hatte, das weiß ich noch nicht. Das ist mir schleierhaft. Aber macht erstmal nichts. Nicht wird das schlimm. So, gut. Also, dann haben wir die ganzen Maschinen hier drin erstmal verbannt. Hier sind die ganzen quasi Krachmachmaschinen drin. Hier sind die Klebestationen und sowas ist hier mit drin. Die Zusammenbaustation ist hier mit drin. Da werden wir wahrscheinlich, ich werde noch zwei Zusammenbaustationen mir kaufen, die ich hier oben hinstellen kann. Muss denn das hier noch ein bisschen runter bewegen, ne? Dass das irgendwo steht, wo die denn langkommen und dass das nicht so im Weg steht hier. Die Kakteen, die stelle ich glaube ich im Jahr 5-mal um, aber das macht ja erstmal nichts. So, dann haben wir hier noch ein Ventilenti, den wir bewegen können. Den können wir auch noch hier hinten hinstellen. So, und dann haben wir hier noch einen, Kaktus. Den können wir hier reinstellen, damit hier vielleicht die Laune noch ein bisschen höher ist. So. Gut. Okay. War denn der Ventilator noch umgestellt oder nicht? Habe ich den nicht auf, hab ich das Bewegen nicht richtig bestätigt? Das kann sein. So. Dann baue ich mir jetzt noch zwei solcher Stationen hier, die ich dann bei dem Auftrag hier noch mit dran nehme, weil die sollen ja Schubladen machen. Haben schon ein paar Schubladen gemacht, haben wahrscheinlich kein Lager mehr oder irgendwas anderes fehlt. Zumindest könnten wir theoretisch ja schon Schränke machen. So, und der soll eigentlich die Plastikpuppen machen, kriegt aber diese Plastikkörper nicht und der kriegt hier irgendwie die Plastikkörper nicht hin. Aber ich kann es schon mal bewegen. Ich verstehe es nicht, warum es nicht arbeitet. Bewege es mal dahin, mal gucken, ob es denn wieder anfängt zu arbeiten. Da arbeitet so gar keiner dran. Oder hat der andere irgendwie Priorität gekriegt, der Auftrag? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Vielleicht habe ich genügend Arbeitsplätze geschaffen, dass hier die alle für den Auftrag arbeiten. Das kann natürlich auch sein, ne? So, das ist der nächste Tag um. Naja gut, passiert. Gut, wir wollten jetzt noch mal bei den Basic Machine gucken und zwar wollte ich noch mal Montagestationen bauen. Mindestens zwei Stück. Aufgaben, nee, nicht Aufgaben, da wollte ich nicht hingucken. Ich wollte noch eine Montagestation kaufen. So, Haken dran. Dann brauchen wir noch eine Zone dafür. Können nicht draußen platziert werden. Also, okay, Moment. Jetzt ist besser. So, das ist der Haken, okay. Diese Zone wird zugewiesen. Okay. Was ist mit der Zone? Zugewiesen. Dem Teil. Ach, warte, falsch. Ich mach das hier rückt. Zugewiesen. Dem Teil. Achso, das muss ich jetzt erst bestellen. Okay, dann müssen wir die Bestellung auslösen. Gut. Okay. Achso, ich hätte jetzt dann natürlich noch den Tisch nehmen können. Na gut, egal. So, dann werden wir den Auftrag hier mal splitten. Jo. Und dann werden wir den Auftrag nehmen und zuweisen dahin. Halt. Wenn die falsche Taste drückt. Zuweisen dahin. Und zuweisen dahin.
Und dann machen wir folgendes. Wir nehmen dieses Lager und weisen das zu. Und weisen das zu. So. Dann haben wir hier zwei Montagestationen, die jetzt sich hier fleißig arbeiten können für den Schränkebau. Also da kommen die ganzen Bretter und die ganzen Schubladen hin. Und ich muss hier später dann zwei Schubladen oder sowas, oder zwei für Schubladen machen und eine für die Schränke. Aber das sollte denn erstmal gehen. So, da ist super Laune beim Arbeiten. So, hier ist irgendwas, was... Irgendwas, was ihm nicht gut bekommt oder irgendwas ist los. Vielleicht haben wir auch einfach bloß die Leute auch bloß alle hier schon beschäftigt. So. Gut. Okay. Dann denke ich mal, die Schränke werden wir bald fertig haben. Die können wir dann bald verkaufen. Ich weiß gar nicht, wie das am Markt aussieht. Jetzt sehe ich hier die Schränke, die ich gerade baue. Danach haben wir den Tisch mit Schublade. Okay, also diesen Schrank hier, der ist jetzt gerade, der Preis ist ein bisschen am runtergehen, aber ist noch bei über 3000. Also wenn ich jetzt dann die 5 dort liefere, kriege ich schon 15.000, beziehungsweise wenn ich dann alle 15 liefere, habe ich dann so 40.000 rund. Das ist schon mal ganz gut, das ist schon mal eine gute Einnahme. Das könnte dann auch dann mit den ganzen Kosten, die wir hier hatten, dafür sich sehr gut gestalten lassen und irgendwie... Oh, mal gucken. Ah ja, guck mal, jetzt mal hat er hier wieder den Kopf an. Also da geht jetzt auch langsam was vorwärts. Wir werden sehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen und ein Abo. Ich würde mich riesig darüber freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Hier wird noch fleißig gebaut. Und ja, die Sägen, die stehen jetzt still. Und jetzt arbeiten hier auch Leute dran. Das lag wirklich daran, dass da vielleicht, dass die Leute hier oben alle beschäftigt waren. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.